Aufgabe war nicht Drunk Story! Wenn ich du wäre, ruf bei der Polizei und zeig die selbst an. Dass du einen Tag lang Sklave von jemandem bist. Sklaven für einen Tag. Verkauft. Schaut Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Spaß, es ist kein wunderbares Video, weil mit dabei ist heute leider Gottes Elf-Alpha-D. Es ist Ostersonntag und wir beide haben nichts Besseres zu tun, als gemeinsam hier gegeneinander, wenn ich du wäre, zu spielen. Und an der Stelle, Lukas, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe mir sehr viele lustige Dinge ausgedacht. Wir spielen wieder eine Runde Fortnite, meine Freunde. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist wieder ein Fest der Liebe. Es ist Ostern und da kann man sich eigentlich auch mal ganz gut zusammentun und sich gegenseitig hassen. Lukas, es ist ja Ostern. Wenn ich du wäre, würde ich gleich mal ganz kurz runter in deine Mülltonne steigen. Erstmal darf ich anfangen, weil ich bin der Gast heute. Du hast letztes Mal angefangen und nicht ich. Hab ich nicht? Du hast eben bei mir auch angefangen. Lass mich jetzt bitte meine Aufgabe machen. Es ist mein Video. Wenn ich du wäre, steigst du gleich bitte in deine Mülltonne, machst davon ein Video, wie du da rumschreist und ganz laut rufst: Wo sind die Ostereier? Wo sind die Ostereier? Ja, kann deine Freundin ja vielleicht filmen oder sowas. Ja. Und hier das Video. Perfekt, Lukas. Das freut uns doch alle sehr. Du bist dran. Frohe Ostern übrigens. Dir auch, vielen Dank. Dann würde ich sagen, Revi, fangen wir mal ganz gediegen an. Geh bitte mal vor die Tür von deinem Management. Ja, und schön einfach richtig laut rum, ohne irgendwas zu sagen. Und dann gehst du wieder runter. Ist nicht so schlimm, weil das komplette Haus ist gerade leer, weil es ja ein Geschäftshaus ist. Und es ist Ostersonntag. Dann zählt's nicht, da mach ich eine andere Aufgabe. Also ganz ehrlich, Lukas, ich werde jetzt hier ganz gediegen landen, mir drei, vier Kills zählen und dann. Ey, dann mach ich eine neue Aufgabe. Es gibt keine neuen Aufgaben, Junge, wenn ich du wäre. Wenn du nicht mitdenkst, aber ich wusste nicht, dass. Weil du nicht den Katalog der deutschen Feiertage achtest und kennst, ist es nicht mein Problem. Du Lackaffe. Klar? Ey, es ist so unnötig. Ich geh jetzt. Ich geh nicht jetzt. Ich muss erstmal. Weil wenn ich weiß nämlich, was passiert, wenn ich jetzt gehe. Wenn ich jetzt gehe, dann gleich wieder. Revi, bin tot. Okay, dann geh. Ich zeig dir das nicht so. Es geht. Okay, gut, ich geh jetzt. Mashallah, Baby. Lief super. Ich nehme an, die Nachbarn, die eventuell nebenan wohnen, werden sich gefreut haben. Perfekt, Digga. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass deine Nachbarn da sind. Gut, Lukas. Ja. Es ist ja heute tatsächlich Ostern, richtig? Ja. Und an Ostern soll man ja Eier verstecken, ne? Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt Instagram-Story posten, wo du deinen Hut. Ist natürlich nur ein Scherz. Würdest du es machen? Ja, oder? Klar, Digga, immer. Wenn du es dann einblendest und gestrikt wirst und dein Kanal gelöscht wird, dann würde ich alles machen. Ehre. Bist du aktiv momentan auf der Social-Media-Plattform Instagram? Instagram? Ja. Nee, gar nicht. Also da poste ich dann noch nichts. Dann wird es wieder Zeit dafür, oder? Nee. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz eine Instagram-Story darüber machen, dass du Junge, Ostern, ich habe vor 10 Sekunden in meiner Folge schon Instagram-Sachen gepostet. Nerv mich doch nicht. Der Typ hat mich da gesehen. Der wird mir auch snipen jetzt gleich. Oh, oh. Was soll das? Wie soll mir das weiterhelfen? Alter, das ist doch keine Meter hier. Er schildert. Kann cracked. Ich nach oben zu dir? Alter, was für ein Idiot. Der hat sich selber umgebracht, indem er den Raketenwerfer auf mich geschossen hat. Ja. Lukas. Was denn? Du hast deine Aufgabe, zieh mich jetzt hoch. Ich hab dich eben. Ey, ich hab eben. Was für eine Aufgabe? Zieh mich bitte hoch, Lukas. Ich muss mich ja healen. Ich will ja nicht gehealt werden, weißt du? Ja, ich mein? Zieh mich jetzt einfach hoch. Ja. Gut, die Zone kommt gleich, Digga. Ja, es ist einfach nur unnötig. Es ist einfach wieder nur unnötig. Ja, chill, ich muss mich doch heilen. Okay, Lukas, pass auf. Wenn ich du wäre, nee, dann ändere ich jetzt meine Aufgabe einfach nochmal ab. Nö, Lukas. Die Aufgabe ist, ich bin ja schon hier und ich hab dir geholfen. Das war die Aufgabe, du bist dran. Ich habe nie gesagt, wenn ich du wäre, kommst du hin und hilf mir. Du machst Instagram-Story, die ich dir jetzt eins für alle Male diktiere. Lukas, wenn ich du wäre, machst du jetzt eine Instagram-Story. Nee, du hörst mir jetzt zu. Wenn ich du wäre, machst du jetzt eine Instagram-Story, wo du deinen fetten Bauch in die Kamera hältst. Nein. Und sagst, nein, Bibi, an Ostern wieder zu viel gegessen, hab wieder zugenommen. Das ist jetzt deine Instagram-Story, die du jetzt gerne posten darfst, weil du so ein dummes und egoistisches Stück gerade gewesen bist. Ja, alles klar. Gut. Flieg ruhig mit dem Helikopter weg. Dann nimm mit dem zurück. Nein, mach ich nicht. Ich sterbe lieber, als dass ich meine Aufgabe zurücknehmen würde. Flieg und mach deine Aufgabe jetzt, los. Ey, ich kann nicht meinen Bauch zeigen, bitte. Natürlich kannst du deinen Bauch zeigen. Digga, ich fühle mich super, super unwohl, wenn ich oberkörperfrei gesehen werde. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Aber dann heul mir gleich einmal wegen irgendeiner Aufgabe, Digga. Ja, ich sehe nichts. Du dummer Flaschi! Was machst du denn da? Was machst du denn? Es ist Zeit für eine Instagram-Story an der Stelle. Das war ja so schlecht gespielt. Mashallah, wieder zu viel zugenommen, Ostern. Mashallah. Ey, das kann ich nicht posten, Digga. Ich wieder zu viel zugenommen, Ostern. Mashallah. Oh, ist das cringe! Das ist so cringe, Junge. Jeder, der das sehen wird, denkt sich, Bruder, was ist mit dem los? Ja. Oh, ich liebe, wenn ich du wäre Aufnahmen. Das sind die schönsten Aufnahmen, die es gibt. Glaube ich nicht.
Nee, das war auch absolut gelogen, Digga. Wenn ich du wäre, ruf bei der Polizei und zeig die selbst an. Perfekt, Lukas. Ruf bei der Polizei und zeig... Sag mal, spinnst du? Junge, ich musste meinen Bauch zeigen. Nicht wirklich jetzt, oder? Ich musste meinen Bauch auf Instagram zeigen. Ich muss mich bei der Polizei selbst anzeigen. Ja, deswegen. Möchtest du mir vielleicht noch ganz kurz ein Tatmotiv sagen? Was habe ich angeblich gemacht? Du nötigst mich dazu, Sachen auf Instagram zu posten. Lukas, ich möchte nicht die Polizei... Das ist einfach schwachsinnig. Tut mir leid. Ich werde nicht die Polizei anrufen. Wenn die mich befragen, kann ich ja sagen, vielleicht nehme ich zurück, die Anzeige. Vielleicht gut, ist Lukas, egal. Du weißt, was dann als nächstes kommt, ne? Was? Hast du schon mal im Darknet eine Waffe bestellt? Ja. Heidi Jalla. Gut, hab ich jetzt gesagt. Ja gut, das hab ich aber. Da muss der Lost Clan-Member bei mir wieder wohl den Arsch retten. Ja, ja, gut. Das war... Ich habe ja keinen Shotgun gehabt, ne? Rewi, ja. Wenn ich du wäre, kaufen wir jetzt einmal den kompletten Fortnite-Shop. Ich musste meinen Bauch im Internet zeigen. Ich musste meinen Bauch im Internet zeigen. Mit dem Creator-Code Valve mit 3i. Digga, er ist einfach nur schwachsinnig. Also erstmal der Hoppelskin. Du kannst nur drei Sachen. Ich hätte gerne den Hoppelskin. Ja, Dann hätte ich gerne... Da habe ich ein Geschenk bekommen. Ach, der Hoppelskin. Kupferwesten-Skin. Ey, warte mal, das ist der... Hey, den wollte ich nicht! Hör auf! Und den Polar-Patrouille-Skin. Ja, perfekt. Lukas, was? Hast du einen eBay-Kleinanzeigen-Account? Nee. Lukas, pass auf, wenn ich du wäre, ne? Würde ich mir jetzt einen eBay-Kleinanzeigen-Account machen, dich selber für 1 Euro da einstellen, dass du einen Tag lang Sklave von jemandem bist und das sofort jetzt in der Folge noch posten? Nein. Doch. Und Nein. Du musst das erste Angebot annehmen. Hä? Du musst das erste Angebot annehmen. Und rat mal, wer das sein wird, Lukas. Du schickst mir nämlich dann den Link und ich werde dich, Euro als Sklave kaufen. Nein, Digga, nein. Doch, ich mache mir jetzt gleich auch einen, alles gut. Ich schreibe dir sofort, schickst mir das Angebot hier rein, den Euro kriegst du von mir und dann bist du einen Tag lang mein Sklave. Ja, ich muss ja auch Bilder von mir machen. Das Ding ist, ja, machst einfach ein Bild von deinem Bauch rein. Egal, blend das hier ein, ich mach's 100% Leute auf korrekt, aber jetzt, ich muss mir deinen Account erstellen. Sklaven für einen Tag. Da steht nur Abholung, ne? Ich komm nicht zu dir gefahren, du musst zu mir fahren. Nachricht. Hallo, du fettes Stück Müll. Ich nehme an. Schau mal bitte ganz in deine Nachrichten. Hallo, du fettes Stück Müll. Ich nehme an. Der kauft. Leute, dann haben wir an der Stelle hier das Angebot Vive gehört jetzt für einen Tag lang mir. Lukas, 1 Euro, den kriegst du bei der Abholung natürlich von mir. Das hole ich dich gerne bei dir im Dorf ab. Dann bist du halt bei mir im Dorf der Sklave. Das ist auch okay. Ja, alles cool. Ach, die gewünschte Anzeige ist nicht mehr verfügbar, Leute. Es hat geklappt. Lukas, dann zurück zu Fortnite. Hastig. Das Geile ist ja, du denkst jetzt so, ah, Stay at Home und sowas, Corona und so. Der kann ja gar nichts machen. Aber du kannst ja auch über FaceTime für mich sehr viele Sachen erledigen, weißt du? Das wird nochmal ein separates Video für mich. Das ist saugeil. Nein. Hä, natürlich, Junge. Okay. Doch. Okay. Okay? Okay. Okay. Ja. Dann, Rewi, wenn ich du wäre, würde ich das Video, was wir hier heute gerade aufnehmen, in unter 10 Minuten schneiden. Das hier? Ja. Okay, ist kein Problem. Da verdienst du aber wenig Geld. Gut, Lukas, eins muss ich dir jetzt an der Stelle mal erklären. Videos für Geld ist bei mir schon lange nicht mehr das Ding. Okay. Machen wir jetzt hier noch eine Runde, ganz entspannt. Lukas, wenn ich du will, gib dir mir einfach irgendwas über den Kopf, bitte. Ich hab auch korrekt nichts zu trinken hier. Ja, dann geh kurz unter Wasserhahn und mach deinen kompletten Kopf einmal nass. Dann sind meine Haare aber kaputt und ich muss später noch mehr aufnehmen. Ja. Was für ja, Junge. Ja. Nix, ja. Jetzt soll ich machen? Ja. Ich kann echt gerade nichts finden, was ich mir rüberkippen könnte, Digga. Ja, so Wasserhahn halt einfach. Mit Wasserhahn schön filmen, weißt du? Und Lukas? Schon nicht gesagt, wie viel Wasser ich mir überkippen muss. Ja, Hauptsache deine ganzen Haare sind nass. Nee, sind sie ja nicht. Ehrenlos, wie du deine Aufgaben mal wieder nicht ernst nimmst. Junge, mich nicht ab. Ich spiel einfach mit Angel. Für deine Folge reicht es. Ich hab halt nur eine Angel, ne? Ey, Lukas, du kotzt mich so an. Hab ihn. Sehr schön, ist doch gut. So, Lukas, dann würde ich sagen, machen wir jetzt ab hier einfach nur noch Zeitraffer, weil die Folge ist jetzt gleich schon vorbei. Ja, 10 Minuten, mein Lieber, ne? Selber schuld, wenn du meinen Bauch unbedingt zeigen willst im Video, Digga. Lukas, dein Bauch ist wirklich aktiv sexuelle Schwungmasse. Junge, das ist... Du blendest das nicht im Video ein, ne? Natürlich. Nein. Hä? Na klar. Okay. Das ist doch Ziel des Ganzen, oder nicht? Also, die Leute wollen doch sicherlich sehen, wie dein Bauch aussieht. Gut, Digga, du bist... Okay. Also das Video wird 9 Minuten 59 jetzt, ne? Aber wisst ihr was, Leute? Ich glaube, es bringt eh nichts, hier weiter noch aufzunehmen. Wir spielen die Runde jetzt hier noch ganz entspannt privat weiter. Denk an deinen Distrack, mein Freund. Der Distrack wird kommen gegen Gewitter im Kopf. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lukas, ich freue mich auf den einen Tag Sklave mit dir. Das wird wirklich cool. Das werden wir nicht aufnehmen. Natürlich. Ich habe das gekauft auf eBay. Ich habe dafür Geld bezahlt. Gut. Ne? Ja. Alles klar. Leute, Daumen nach oben da lassen. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.